Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Und ja, wir gehen in die nächste Runde und nehmen uns einen Paladin aus. So, mit dem Geld, was wir gemacht haben, schalten wir jetzt erst einmal hier das Randomized Children frei. Jetzt können wir ab der nächsten Runde neue Children wählen, falls uns die nicht zusagen. So, als nächstes holen wir uns die neue Rüstung, die wir uns gerade so leisten können. So. Und gehen wieder rein ins Schloss. Geben Sharon das restliche Gold. Und ich würde mal sagen, mit unserem Paladin versuchen wir es mal wieder in Richtung Keller zu schaffen. Weil der ist ja auch ziemlich stark eigentlich. Natürlich ganz so stark wie der Shinobi. Aber das macht er dadurch wieder weg, dass er viel mehr aushält. So, hier gehen wir gleich nach unten. Hier noch eins nach unten. Ja, hier geht es auch nach unten. Die Zombies schalten wir wieder aus. Warten, bis die schießen und fallen durch sie durch. Na, die lassen wir mal leben. Falls wir Lebensenergie brauchen sollten, so. Ups. Na, genau wie jetzt zum Beispiel. Nein, ich will keine Raketen in die Weichteile. Ich will lieber Chicken. So. Gehen wir mal hier unten rechts lang durch die Zombies durch. Auch wenn ich das Gefühl schon habe, dass ich falsch gehe. So, Ritter. Und wir sind doch richtig gegangen. Das war jetzt blödsinnig von mir. Aber das war auch nicht so gut. Au. Okay, das fängt ja schon mal gut an. Das ist kein schöner Raum. Zum Glück können wir das Zeug durch die Wand angreifen. So kommen wir schnell wieder die Lebenspunkte, die wir schon verloren haben. Aber ja, es geht, wenn wir aufpassen. Geht das einigermaßen. Wow. Ah, das war schlecht. Erstes Ziel, Bossraum finden. Zweites Ziel, Lebenspunkte wieder auffüllen. Mein erstes Ziel, nicht sterben. So. Nicht weg. Du nervst nur. Wow. Stirb. Stirb und lass mich leben. So. Natürlich München. Jukebox. Aber gut, hier im Jukebox-Raum ist was. Vielleicht was versteckt? Nein, doch nicht. Schade. Okay, weiter geht's. Kommen wir mal nach oben. Nein, nicht so gut. Du gehst weg und da kommt Pomme de Terres, Ponce de Leons. Kleine Brüder. Stopp, so. Ein bisschen Geld haben wir schon mal gemacht. Wow, den ausweichen. Der schlägt nämlich zweimal zu, der graue Baron. Wow. Erstmal den da
loswerden. So mit seinen beiden Stachelkugeln. Wow. Das ist gefährlich, was du da machst. Schleime hingegen sind toll. Außer man springt überall direkt in sie rein. Aber das Feuer da ist nicht so gut. Feuer macht böse Aua. Und in einen Eisen reinspringen macht noch mehr Aua. Und jetzt bin ich dort wieder zu unvorsichtig. Ja, und bin gestorben. Ja, das war kein besonders guter Run. Gucken wir mal, was können wir im nächsten Run? Barbarian Queen. Barbarian Queen. Nicht so wirklich. Ich mach mal Reroll. Archmage, Lich King. Doch ein Archmage. Da wird wohl der Lich King hinhalten müssen. Denke ich mal. Okay, mit dem Gold, was wir haben. Lebenspunkte höher. Ja, 103 Lebenspunkte. Ist nicht besonders viel. Aber wir haben schon wieder 76. So, Ziel 1, Lebenspunkte höher bringen. Ziel Nummer 2. Ah, Reach Me in Time. Mist. Das war nicht so wie geplant. Egal. Und wir haben einen nicht auf Leon. Müssen wir. Der ganzen Kacke hier mal ausweichen. Autsch. Und ich sollte nicht so übereifrig sein mit meinen nach unten Angriffen. Ein normaler Schlag hat ja mehr. Macht mehr Schaden als diese nach unten Angriffe. Ja, der blöde Feuerball. Und ich laufe noch mitten rein. So. Techno Damage. Das dürften wir hinkriegen. Vorausgesetzt, ich bringe die Kürze nicht aus dem Konzept. Wortrune fürs Cape. Naja. So. Und rüber da. Gut, dann müssen wir jetzt eben in die andere Richtung. Die Lebenspunkte zu erhöhen. Wow. Easy. Komm, schieß. Und bloß weg hier. Oh, sehr schön, der Übergang. Aua. Das ist nicht so schön. Ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Hallo, du Shane Heidi. Tu mir einen Gefallen und stirb. Okay. Das mit dem Licht war nicht so besonders.
Spelunker, Archmage, Spell Sword. Nö. Spelunkette, Hokage, der auf dem Kopf steht, die bestimmt nicht. Da nehme ich hier die Spelunkette mit Tunnelblick. Von dem Geld kann ich mir hier nichts kaufen, aber hier vielleicht. Nein. Ja, kaufe ich mir die Limbs. Einfach mal und behalte die Schwächsten, die es gibt. Weil ich nicht genug Traglast habe. Na, dann gucken wir mal, wie der Farmrun jetzt mit dem Spelunker wird. Okay, ich sehe schon mal oben rum ist der Bossraum von der Etage. Weil da zwei Truhen sind. Ab. Und wir kriegen hier auch alles mit einem Hit tot. Ach nee, so einen Ruhm, den ich nicht mag. Muss gleich so einer kommen. Wow. Oh, ich bin Schaden durchgekommen, wollte ich gerade sagen. Aber nee. Man gönnt mir kein Glücksgefühl. Jedenfalls nicht in diesem Spiel. Die Jungs hier schnell ausschalten. So. Und ja, ich mache hier jetzt nur einen Farmrun. Wow. Der korrupte Lord, den Willi wollte ich nicht unbedingt. Ich schon eher. Oh, was? Und hier oben müsste der Bossraum sein, genau. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Ja, und ich mache es hier wirklich wieder so. Ich clear erst das Schloss. Dann den Wald. Wow, das war knapp. Wozu ist dieser Trollraum da? Gut. Da gehen wir oben lang. Hier lang. Wow. Wow. Meines Vieh. Ups. Und schnell ausweichen. Theoretisch könnten wir es schon hoch in den Turm versuchen. Straight weg. So, du auch weg. Da müssen wir wirklich ziemlich weit außen rumlaufen. Erstmal den töten und dann das töten. Ein Raum mit zwei Truhen. Na, Gott sei Dank, Critical. So, wie muss ich hier hoch und die Haltbarkeit ausschalten. Oh, aua. Da hätte ich schneller reagieren müssen. Da. Das ist meine Axt. Ja. Erst mal in die Richtung. Wenn man uns in die Richtung lässt. So. Die schalte ich lieber aus sicherer Entfernung aus. Wozu habe ich sonst Mana und Zauber?
Und ja, ich habe jetzt gerade mal die Spezialfähigkeit des Spelunkers ausprobiert, das Licht. Das macht eigentlich nichts außer uns Mana abzuziehen. Wow. Wow. Eine Stürme. So. Stirb einfach und lass mich in Ruhe. Die eine ganz entfernte Truhe da hinten, die will ich jetzt, habe ich jetzt nicht unbedingt den Drang, die zu plündern. Aber ich gehe trotzdem mal in die Richtung vor. Ninjos. Stirb. Blöder Wolf. Wow, das war knapp. Und da haben wir eine Stahlkugel getötet, die wir sehr einfach berührt haben. Stirb, Ninjo. Stirb, Fuchs. Ja. Ganz schnell wieder weg hier. Ich gehe mal. Nee. Ich bleib hier noch in dem Gebiet, weil zwei weiter sind noch zwei Truhen, die will ich mir noch erbeuten und vielleicht sogar die Fairy Chest. Wow. Wow. Schicken zum Heilen ist gut. Du berührst mich nicht. Reach me. Okay, das mit dem Reach me hat wieder nicht geklappt. Dafür bin ich jetzt gleich tot. So, oder auch nicht. Wow. Doppelt wow. Und da wollte ich noch springen, aber das Spiel hat mich nicht gelassen. Okay, wir haben eineinhalb Reihen voll gekriegt. Ich hoffe mal, dass wir wenigstens etwas Geld gemacht haben. Darauf habe ich zum Schluss nämlich gar nicht mehr geachtet. Na gut, dann war es das erstmal wieder für diese Folge. Bis dann.